liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Karnisius TV, herzlich willkommen. Ich könnte natürlich jetzt 20 Sendungen zu dem Thema machen, um mal die einzelnen Fragen durchzugehen, wo das Tötungsverbot komplex ist, weil es sich mit anderen Fragen verbindet. Nehmen wir mal also das Thema sich gegen einen Angreifer verteidigen, auch militärisch, also der Soldatendienst im Falle des Verteidigungskrieges. Oder nehmen wir mal das Thema Sterbehilfe, das ja so schwierig ist, ab die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Oder nehmen Sie mal das Thema Abtreibung. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eben hier auch um das Tötungsthema geht, nämlich die Tötung eben menschlichen Lebens, das im Mutterschoß entsteht oder schon da ist. Oder andere Gesellschaften, die noch die Todesstrafe haben, die wir ja bis vor kurzem selbst noch hatten. Erst vor einigen Jahren hatte Papst Franziskus endgültig im Katechismus der katholischen Kirche die Todesstrafe als in jedem Falle unangemessen angesehen. Das hängt ja einfach auch damit zusammen, dass wir inzwischen sowas haben wie die Möglichkeit lebenslänglicher Inhaftnahme von schweren Verbrechern, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie morden, ist weiterhin gegeben ist. Wir haben ja eine Form von Sicherungsverwahrung entwickelt, die es in nomadischen Gesellschaften so nicht gab. Weswegen das klassische Argument für die Todesstrafe, nämlich Sicherheit vor weiteren Verbrechen, heute nicht mehr so aktuell ist. Also mit unseren kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben sich die Fragen, wann darf ich töten, wann darf ich nicht töten, unterschiedlich entwickelt. Es gibt aber eine Sache, auf die möchte ich Sie noch aufmerksam machen, weil darin wird deutlich, dass schon im Buch Exodus die einzelnen Fälle durchdacht werden. Da steht einfach nicht nur nicht morden oder schwächer übersetzt, du sollst nicht töten, sondern da wird auch schon bedacht, in welchem Fall gilt das und in welchem Fall gilt das nicht. Beispiel Todesstrafe. Steht ein Kapitel weiter, ich greife mal ein bisschen vor. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau so stößt, dass der Betreffende stirbt, dann muss man das Rind steinigen und sein Fleisch darf man nicht essen. Also Todesstrafe für das Rind. Über das Töten von Tieren werden wir auch nochmal, müsste man auch eigentlich noch sprechen. Natürlich umfasst das Verbot zu töten auch zunächst einmal das Verbot, Tiere zu töten. Jedenfalls kann ich es nicht einfach von vornherein ausschließen. Das Thema hatten wir ja schon mal öfters, der Umgang mit Tieren und dass es problematisch ist, Tiere zu töten, um sie zu essen und so weiter und so fort. Auch das ein großes Thema. Aber jetzt kommt der Eigentümer des Rindes, aber bleibt straffrei. Klar, warum? Weil der kann nichts dafür, dass das Rind zugestoßen hat. Hat das Rind aber schon früher gestoßen, hat der Eigentümer, obwohl man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, auf das Tier nicht aufgepasst, sodass es einen Mann oder eine Frau getötet hat, dann soll man das Tier steinigen und auch sein Eigentümer soll getötet werden. Der Grund ist klar, weil in dem einen Fall konnte der nichts dafür, dass der Stier stößig wurde gegenüber einer Person. Im anderen Fall hätte er es wissen müssen, hätte dafür sorgen müssen, dass dieses Rind ordentlich eingehegt wird, hat aber nicht getan. Und jetzt ist der Mann, der Ernährer der Großfamilie tot, die Kinder sind Waisen und die Frau ist Witwe und sie sind jetzt für die Armut verdammt. Das ist der Schuld. Und dann kommt Todesstrafe. Spüren die ganz deutlich, aber das war doch noch kein Mord. Heute würden wir sagen, es war fahrlässige Tötung. Und fahrlässige Tötung ist nicht dasselbe wie Mord. Der hat sich ja nicht über den Menschen, der da war, in dem Sinne, wie wir das gestern und vorgestern besprochen haben, erhoben. Hat gesagt, du bist kein Bild Gottes, ich kann mein Stier gerne zertrampeln, habe ich gar kein Problem damit, sondern der hat eben tatsächlich nicht aufgepasst und hat die Warnungen nicht ernst genommen und hat sich dadurch mitschuldig gemacht an der Tötung durch das Tier. Aber es ist doch kein Morden. Und so entwickelt dann das Buch Exodus einen Fall, wie der arme Kerl aus dieser Falle herauskommen kann. Das heißt es weiter, will man ihm aber eine Sühne auferlegen, soll er als Lösegeld für sein Leben so viel geben, wie man von ihm fordert. Das heißt, es gibt die Möglichkeit zu sagen,
eigentlich hast du den Tod verdient, aber wir geben dir noch eine Chance. Du zahlst in die Rentenkasse der Familie ein, sodass die Frau und die Kinder gesichert sind, und dann wird der Tötungsbeschluss aufgehoben. Ist doch interessant. Schon da wird ganz deutlich, wie auch in der Bibel der Unterschied zwischen Töten, Morden differenziert wird. Und anders kann man ja auch mit diesem Gebot gar nicht umgehen. Eben genau immer wieder auf diese Differenzierung hinzuschauen, um der Komplexität des Lebens gerecht zu werden. Hier die Unterscheidung eben zwischen Mord und fahrlässiger Tötung. Ja, ich wünsche Ihnen auch Freude daran zu differenzieren und damit dem Geist des Exodus näher zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.